Mein Name ist Eugen Pfister. Ich bin Historiker und Politikwissenschaftler und leite ein SNF-Forschungsprojekt an der Hochschule der Künste in Bern zu Horror Games and Politics, wo ich gemeinsam mit einem Kollegen, mit dem Arno Görgen, also wir schauen uns einen Katalog von 60 Horrorspielen an und wollen mal grundsätzlich einen Katalog herstellen von allen ideologischen Inhalten und Mythen. Also wir reden von Mythen, von politischen Botschaften, die man in Horror Games findet. Hier auf der Play habe ich gerade eben einen Workshop gehalten mit 40 Teilnehmerinnen, wo ich gemeinsam mit Ben Strobel vom Grimme-Institut eben mit den Workshop-Teilnehmern angeschaut habe, was es für Mythen, für politische Mythen in Computerspielen gibt, was überhaupt für Ideologien sich drinnen finden, warum die gerade in Horrorspielen häufiger vorkommen oder leichter zu finden sind, vielleicht auch so. Und das haben wir uns am Beispiel vom Zombie-Spielen angeschaut, weil da findet man sehr leicht den Konnex zur Aktualität. Und danach an der Figur des verrückten Wissenschaftlers. Zombie-Spiele, finde ich, sind gerade sehr dankbar anzuschauen, weil da kann man die Verbindung zur aktuellen, zum Zeitgeschehen, zur Politik gut herstellen, weil es ist so eine sehr konstante, immer selbe Erzählung auf mehreren Ebenen, also nicht nur in der Story, sondern auch in der visuellen Ästhetik, aber auch in der Spielmechanik, die davon ausgeht, dass unsere modernen Regierungen nicht mit einer externen Bedrohung umgehen können, also dass es eine externe Bedrohung gibt, eine Masse von gesichtslosen, ein bisschen unmenschlichen anderen, in diesem Fall Zombies, die uns bedrohen. Unsere Regierung kann uns nicht schützen und was bleibt, ist das Individuum, das ethisch entscheiden kann, was gut ist und was richtig ist. Und da ist halt der Connex zum Zeitgeschehen und dem ständigen Gefühl der Bedrohung durch die Refugees oder Flüchtlingskrise recht leicht nachzuvollziehen. Also ich finde ja nicht nur, dass Horrorspiele politisch sind, sondern dass allgemein alle Spiele politisch sind, weil wir uns eben irgendwie bewusst machen sollten, dass Politik ein ganz natürlicher Bestandteil auch von unserem Alltag ist, den man sehr schwer einfach ausschalten kann. Das ist nicht etwas, was wir sozusagen wegschieben können. Wir können nicht sagen, wir machen jetzt in einem Labor ein unpolitisches Spiel, weil wir halt von Vorstellungen von Herrschaft, Gesellschaft und so immer geprägt sind. Und Horrorspiele eignen sich besonders gut, weil die dadurch, dass sie ein bisschen immer den Makel des Schunds an sich tragen, nicht so ernst genommen werden, aber dadurch auch Narrenfreiheit haben. Also sie können viel kritischere Themen viel früher öffentlich ansprechen, als das andere Spiele können. Also welche so politischen Mythen sich drinnen finden. So einen Zombie-Mythos habe ich ein bisschen schon erwähnt. Das ist so die Demokratieskepsis. Das ist so ein bisschen die Angst, dass unsere moderne Gesellschaft nicht mehr umgehen kann mit externen Bedrohungen. Was es sonst sehr häufig gibt, ist halt die Figur des verrückten Wissenschaftlers, die wir auch gemeinsam mit den Teilnehmerinnen angeschaut haben. Das ist so die Angst, wie weit darf Wissenschaft gehen, wo muss man Forscher und Forscherinnen eine Grenze geben, weil man immer so ein bisschen die Angst ist, dass sie, wenn man sie erstmal machen lässt, alles ausprobieren würden und unsere Welt in die Luft jagen. Es ist aber auch die Evil Corporation, die wir wieder haben, also das böse Großunternehmen, das um den Profit zu steigern, die Effizienz zu steigern, einfach über Leichen geht. Das sind so die zentralsten und einfachsten. Was jetzt sehr stark halt auch kommt, ist die Klimakrise, beziehungsweise Umweltschmutz und Bedrohung der Natur durch den Menschen. Das wird auch sehr stark im Horrorgenre verhandelt und das sieht man eh schon, das sind wirklich die aktuellsten Themen, denen wir hier begegnen. In den 50er Jahren war es halt Atomwaffen und Kernkraft, das mittlerweile kein Thema mehr spielt. Ich habe ein Lieblingshorrorspiel in den letzten Jahren, das war Alien Isolation. Also ich meine, in dem Fall wäre es dann der Xenomorph, aber den gab es halt schon im Film. Aber ich finde, das Spiel hat mich besonders beeindruckt, weil es mir so sehr Angst gemacht hat, wie sonst kein Spiel in den letzten Jahren. Weil es völlig unberechenbar war. Und weil es ein Spiel war, in dem ich mich aktiv versteckt habe. Also wo ich nicht herumgelaufen bin, eine neue Waffe mir geholt habe und dann metzelnd durch die Gänge gelaufen bin, sondern wo ich mich in Spinden versteckt habe oder unter Tischen. Und das fand ich war eine sehr, sehr spannende Erfahrung.